Was geht YouTube? Was geht, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um FIFA Ultimate Team. Heute zeige ich euch eine Investition quasi, einen Trading-Tipp. Es gibt ja die Road to Knockouts-Karten, also es gibt Conference League, Europa League und Champions League-Karten. Und ich habe jetzt versucht, bei diesem Trick drei Kandidaten bzw. vier Kandidaten auszusuchen, die nicht also viel Coins in Anspruch nehmen und auch sehr wenig Risiko haben. Deswegen zeige ich euch mal die drei bzw. vier Spiele, die ich dann ausgesucht habe. Also es sind echt sehr günstige Spieler für ihre Verhältnisse. Einmal habe ich hier Terrier, Martin Terrier heißt er, glaube ich, spielt bei Rennes. Dann Ikone spielt bei Fiorentina und Simon bei Nantes. Nur für die, die es nicht wissen, eine kurze Erklärung. Was sind diese Karten? Diese Karten können ein Upgrade bekommen. Es gibt zwei Bedingungen. Wenn jetzt Rennes die letzten aus den letzten drei Spielen zwei Siege holt, beziehungsweise Fiorentina auch oder Nantes, dann kriegen die Spieler beziehungsweise diese Karten ein Upgrade. Also ein plus eins und hier ein paar Werte auf jeden Fall. Und zudem, wenn sie die Gruppenphase überstehen, also sich für die K.O.-Phase qualifizieren, das heißt, erster oder zweiter Platz in der Gruppe, kriegen sie nochmal ein Upgrade. Und deswegen kann man schon mal sehr gut spekulieren, welche Teams werden denn überhaupt weiterkommen und welche Teams können die letzten zwei der drei Gruppenphasen, also Spiele, gewinnen. Ich habe hier auf jeden Fall Terrier ausgesucht. Das sind auf jeden Fall Spieler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Upgrade bekommen und sehr interessante Karten, vor allem nach dem Upgrade sehr, sehr interessant, muss man schon sagen. Und ich will auch die drei Spieler mal in mein Team einbauen und auch mal ausprobieren, natürlich auch zudem als Investition gedacht. Ja, Terrier ist ganz, ganz billig eigentlich für seine Verhältnisse. Für 15k geholt, Ikone habe ich für 21k geholt. Den habe ich schon vor 2 Wochen geholt, bevor der Marktcrash kam. Aktuell gibt es den auch für 12, 13k. Also ist auch wie Terrier ganz, ganz günstig. Und hier auch Moses Simon, der ist ganz, ganz billig. Also man kann diese Karten für 10k abstoßen. Also ich hole den für 11,5k. Sie macht da wirklich gar keinen Verlust. Und diese Spiele dienen als Investition, als wirklich Safe-Investition. Wenn wir auch noch mal, wenn ich das auch noch mal kurz einblende, Rennes ist aktuell in der Gruppe mit Fenerbahce, Larnaca und Dynamo Kiew. Und Rennes ist aktuell auf Platz 2, hat noch drei Spiele vor sich. Und ich denke mal, gegen Dynamo Kiew und gegen Larnaca werden die auf jeden Fall schon gewinnen. Und Rennes wird auch sicherlich aus der Gruppe rauskommen. Deswegen wird er hier plus 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen. Fiorentina ist in der Gruppe mit Başakşehir, hat auf Midlothian und noch Riga, eine lettische Mannschaft. Und ich denke auch, dass Fiorentina aus den letzten drei Spielen zwei Siege rauskommen wird und auch aus der Gruppe rauskommen wird. Also eigentlich zu 99% die beiden hier. Bei Nantes ist es ein bisschen ein Fragezeichen. Die sind auch wirklich in der Liga sehr, sehr schlecht auf dem vorletzten Platz. Intern läuft es sehr, sehr schlecht. Man ist auf dem dritten Tabellenplatz. Man ist mit Freiburg, Karabakh, Olympiakos in einer Gruppe, ist aktuell Dritter. Aber ich denke trotzdem, dass Nantes irgendwie den zweiten Platz ergattert hinter Freiburg und sich qualifizieren wird, beziehungsweise aus den letzten drei Spielen zwei Siege holt, ist sehr unwahrscheinlich, aber kann natürlich auch passieren. Nantes hat eigentlich auf dem Papier einen starken Kader. Ja, das sind auf jeden Fall drei Spiele, in die ihr safe investieren müsst. Wenn ihr sogar die Kohle habt, investiert in zwei, drei der gleichartigen Spiele. Also kauft Simon dreimal oder so, Ikone dreimal. Vor allem Simon, da macht ihr einfach keinen Verlust. Im schlimmsten Fall verkauft ihr ihn oder wirklich im sehr, sehr schlimmsten Fall stoßt ihn einfach ab und hat vielleicht einen Verlust von 1k. Also diese Risiko kann man auf jeden Fall eingehen. Ja, der vierte Spieler, den ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, der ist dann quasi eine Champions League Karte. Sonst würde ich auf jeden Fall keinen empfehlen, wenn ihr ein geringes Risiko haben wollt, weil die restlichen Spieler haben einen sehr, sehr hohen Wert. Also sprich schon bei 100k und ob die Teams dann auch noch weiterkommen, ist auch sehr ungewiss. Ja, Samuel Anguissa, der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte und wenn ihr es euch berücksichtigt, bekommt dann Napoli. Also die sind ja momentan Gruppenerster, haben 3 von 3 Spiele gewonnen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass sie aus den letzten drei Spielen zwei Siege holen und auch noch aus der Gruppe rauskommen werden. Also sprich, dieser Typ, dieser Sambo Anguissa, wird eine plus 2 bekommen, eine 86er Karte und die einzelnen Werte werden auch richtig hochgehen. Ja, auf jeden Fall, das sind die Tipps, das sind die Spiele, in die ihr auf jeden Fall investieren sollt. Das Video kommt jetzt an einem Mittwoch raus und am Donnerstag ist quasi die Europa League und je nachdem, wenn da schon ein Team gewinnt, dann weiß man ja schon, die brauchen noch einen Sieg, dann steigen schon die Karten. Deswegen investiert sehr schnell in diese Spieler. Das sind auf jeden Fall safe Investments mit sehr, sehr geringen Risiko mit, sage ich mal, nicht so viel Budget. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Checkt auch die letzten Videos ab, die letzten Trading-Videos. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, kommentiert auch unter den Kommentaren und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.